Jetzt ist Schlaftanken und Kraftschöpfen angesagt. Denn es wartet ein weiterer anstrengender Arbeitstag auf die Promis. Wayne steht etwas ganz Besonderes bevor. Er darf heute bei einer Operation dabei sein. Guten Morgen. Schwester Vanessa. Praktikant Wayne. Hallo, Frau Blessing. Wie geht's? Na ja, ein bisschen aufgeregt. Seit wann sind Sie hier? Seit heute? Ja. Ah ja. Und wird die Hüfte gemacht? Ja, erste OP dieser Art? Ja. Das ist unser Pflegepraktikant und er würde heute bei Ihrer OP zugucken. Na ja. Ne? Dass er auch mal sieht, was passiert im OP und nicht nur danach und davor. Ne? Alles klar. Lecken Sie sich noch ein bisschen ab. Bis später. Nachher. Ciao. Ja, Vorfreude ist das falsche Wort, aber ich war echt neugierig auf den OP-Saal und auch darauf, wie eine OP wirklich abläuft. Lilly ist neugierig auf ihre zweite Schicht. Okay, here we go. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. German Zeit. Ja, ich bin total müde, aber wenn du auf deiner Station bist, dann machst du das einfach. Also, als erstes Patientenversorgung. Ja. Körperpflege, teilweise im Bett, teilweise draußen, Hilfestellung. Müssen wir sehen, wie die Patienten sind. Ja? Und danach machen wir dann auch gleich noch die Vitalzeichen. Yes. Und die Zucker müssen auch noch nebenbei gemacht werden. Ja. So wie gestern. So wie gestern, ja. Gut, okay. Ja, los. Okay. Los geht's. Mhm. Patrick bekommt schon Aufgaben, die er eigenständig ausführen darf. Guten Morgen, Frau Tetzler. Wie geht's Ihnen? Ganz gut, ja. Ganz gut? Sie sind immer so ein fröhlicher Mensch. Jetzt muss ich Sie leider schon stören in der Früh. Ja, das sehe ich. Das tut mir leid. Wie kommt denn das? Patrick soll die Vitalwerte von Frau Tetzlaff kontrollieren. Denn sie hat eine OP hinter sich. Bei ihr wurde gestern eine Begradigung der Nasenscheidewand vorgenommen. Eine Spülung für die Nase können Sie dann später mal durchlesen. Und die Nadja erklärt Ihnen das dann. Ja, Frau Tetzlaff, sie hat nicht so gut geschlafen. Liegt natürlich jetzt auch an der gestrigen OP. Ganz klar, die Nase ist natürlich zu, dass man dann eben mit leichten Schmerzen vielleicht eventuell noch und der zuen Nase natürlich jetzt nicht irgendwie selig schläft, das ist ganz klar. Ich wusste eigentlich, wer Sie sind, ja, also vom Gesicht her. Ach so? Ja. Wo Sie Maske haben, trotz Maske? Habe ich mich so getarnt und Sie haben mich trotzdem erkannt. Ja, trotzdem, ja. Also die Tarnung hat ja gar nicht geholfen und so, ja? Ja. Wirklich, ja? Und wie geht's so, ja? Ja, gut. Haben Sie sich eingelebt? Also ja, logisch. Und so, ja, da muss ich wirklich sagen, bleiben Sie auch hierher, so, ja? Ja, ich bleibe jetzt, immer, ja? Bleib jetzt das nächste halbe Jahr zumindest mal. Oh, das ist gut. Ja. Nein, nicht ganz so lange, aber nee, es ist eine schöne Erfahrung. Wirklich mal irgendwie so nah am Patienten sein zu dürfen und mal diesen Beruf, der ja wirklich nicht einfach ist. Oh ja, das kann ja, ich sagen. Ja. Eben mal so hautnah mitzuerleben, ist schon wirklich sehr interessant für uns. Ja, doch. Sieh an, ja. Ah, das ist die andere Hälfte, ja? Genau. Aha. Das gute Stück hat gefehlt. Patrick entwickelt sich jeden Tag aufs Positive. Also ich bin so überrascht. Und eigentlich will ich, dass du bleibst. Könnte man doch mal mit dem Management sprechen, kann oder? Kann ja immer mal Urlaubsvertretung machen oder so. Ja. Bibi in der Uhr. Dann wird gucken, ob du Fieber hast oder nicht, ja? Die 8-jährige Melina hat eine Schleimbeutelentzündung oberhalb der Kniescheibe. Diese war bei Einweisung ins Krankenhaus so schmerzhaft, dass die Kleine nicht laufen konnte. Melina, hast du den Fiebersaft heute genommen? Das habe ich vergessen. Hast du vergessen? Ich sehe ihn nämlich gerade auf dem Tisch. Nein, macht der Roche? Okay. So, das ist süß, ne?
Also das macht Roche super. Er kann das sogar besser als die Muttis dann. Ja, er schafft es, dass die Kinder ihre Medikamente geben. Er schafft es, dass die Kinder essen, obwohl sie gar keinen Appetit haben. Also das muss man erst mal können. Und das ist, finde ich, bewundernswert. So, okay. So, wir gucken jetzt an die Beine. Jetzt guck mal das Knie an und dann sagst du mir mal, was dir da auffällt vielleicht. Weiter? Ja. Nicht mal von unten. Ja. Ne? Weißt du noch, welches Knie? Die? Die hier war? Ja. Hast du viele Schmerzen hier gehabt? Ja? So ein bisschen. Ja, jetzt fühl mal mit der Hand, ob eines wärmer ist als das andere. Ein bisschen. Ja. Die ist ein bisschen. Genau. Ich so sehr hängen auch der Schwollen da. Genau, ne? Es ist ein bisschen dicker und ein bisschen ist auch dicker. Wesentlich wärmer. Ne? Ja. Also muss man ja achten, dass die Temperatur jetzt nicht steigt bei Milena. Du hast die wären 37,7. 37,4, ne? Ist alles ja, okay, das ist so. Aber müssen wir nachher beobachten. Ja. Melina, schicker Melina. Ganz tolle Chica. Sie ist so eine, ein bisschen so schüchtern. Ich glaube, sie braucht eine Zeit, wie sie kommt, richtig in Kommunikation. Jetzt möchtest du Tom und Jerry weitergucken, ne? Ich möchte noch ein Foto mit Roche machen. Na klar. Ja, hast du ein Handy? Wo ist der? Sie läuft schnell. Keine Schmerzen. Das ist gut. So, zeig ich mal, wie ich das mache. Und ich bleibe hinter dir. Ja. Super. Schön. So, ich habe, glaube ich, mehrere gemacht, ne? Mhm. Ja? Ja. Und wir kommen später und schauen wie es dir geht. Ja? Okay? Und du sagst Bescheid, wenn irgendwas ist. Ja? Gut. Und nicht vergessen, Wasser trinken. Wasser trinken. Die Klinik bietet Praktikanten die Möglichkeit, eine OP mitzuerleben. Voraussetzung: Volljährigkeit, Hygieneverständnis und Eigeninitiative. So hat auch Wayne um diese Chance gebeten und ist heute Gast bei einer Hüft-OP. So. Hallo. 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 Ich würde mich gleich mal vorstellen, ich bin Elisa und das ist Tobi. Tobias, ja? Hallo. Hallo. Ich bin Adrian. Nee? Ja, Sebastian, hallo, ich bin der Operateur. Ja. Hallo. Mhm. Also am Anfang war ich schon sehr, sehr angespannt, ne? Also hatte so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und habe darauf geachtet, okay, wie reagiert mein Magen jetzt, wie reagiert mein Körper, wie reagiert mein Kreislauf. Wir haben einmal Hände dazu. Ah, perfekt. Wollen wir anziehen? Ja, na, auf geht's. Ach, genau. Ich wasche mich, komme gleich dazu. Bis gleich. So. Okay. Ja, so. Einmal da reinschlüpfen in die Arme. So, Arme hoch, alles genau. Im Teilenbereich. Ja, nicht so hoch, sondern alles im Teilenbereich. Helft ihr euch dann gegenseitig? Alles im Teilenbereich lassen. Ja. Genau so. Das sind jetzt welche Handschuhgröße? Was ist denn hier passiert? Ich, auf Station nehme ich immer L. Okay. So, dann einmal in den Handschuh eintauchen. Ach, dieser Rollenspender war da dran, stimmt's? Ja. Okay. Die Beine müssen bloß rollen. Klar ist es was Besonderes, wenn du bei so einer OP dabei sein kannst. Ne? Und das ist alles, das ist ein Ereignis. Und da baut sich natürlich auch so ein seelischer Druck dann auf. Du möchtest natürlich echt nicht derjenige sein, der jetzt im OP-Saal umkippt, ja, weil du möchtest nicht der Patient sein. Der Patient liegt da auf dem OP-Tisch. Auf Patrick kommt ein unerwartetes Wiedersehen mit einer Patientin zu, bei der vergangene Woche Speichelstein entfernt wurde. Aber Wegener, achso, die ist ja noch gar nicht prämediziert, ne? Nee, die ach, da hast du jetzt schon. Genau. Okay, dann nehme ich den zurück. Frau Wegener? Ja. Frau Wegener. Ist wieder da? Ist wieder da, ja. Was? Ja, die ist wieder da. Das gibt's ja nicht. Da können wir ja vielleicht gleich mal reingehen. Ach, okay. Da freut sie sich. Sie ist wahrscheinlich nur wegen dir hier. Was ist denn passiert? Das hat sich irgendwie entzündet wohl. Die hat es dann erst ambulant versucht und dann hat man sie aber auch wieder eingewiesen zu uns ins Krankenhaus, weil man feststellte, dass eben noch mal eine OP jetzt sein muss. Haben sie uns vermisst? Naja,
Was ist das denn? Ich werde wahnsinnig. Ja. Frau Wegner, das tut mir leid. Ich bin gestern wieder eingeflogen. Schmerzen. Genau. Der Patrick macht einmal einen Schnelltest bei Ihnen. Weil der PCR noch nicht da ist. Der war doch gestern. Ja, der wurde gestern gemacht, aber das Ergebnis ist noch nicht da. Ach so. Genau, und da sie ja heute operiert werden sollen, müssen wir nochmal einen Schnelltest machen. Wissen wir schon, wann wir dran sind? Nee, wissen wir noch nicht. Na denn? Ja, nicht so schön, wenn man gerade aus dem Krankenhaus raus ist, dann ist man schon wieder da. Und muss dann diese ganze Prozedur noch mal über sich ergehen lassen. Bidding. Bidding. Fertig. Frau Wegner ist negativ. Kannst hier überbringen die freudige Nachricht, wenn du magst? Ja, wenn du willst. Ja, ich will. Okay. Meinst du, das heitert sie auf? Kino, Liebe machen. Andrea Berg? Echt? Singst du Andrea Berg? Ja, ich dachte, es wäre Helene Fischer. Nee, völlig falsch. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, das ist auch die Andrea, die höre ich auch ab und zu. Ab und zu, wenn mir danach ist. Helene Fischer will nicht im Autokino Liebe machen. Nee? Hast du es schon gefragt? Mit dir doch bestimmt, Patrick. Da kenne ich sie gut. Echt? Ja. Da der Corona-Test negativ ist, kann Patrick grünes Licht für die OP geben. Frau Wegner, alles gut? Wollte ich nur sagen, ja. Auf der Pädiatrie werden gerade Patientendaten eingetragen. Für Jorge eine echte Geduldsprobe. Das funktioniert manchmal nicht, wie sie sind doll. Nee, ich meine vorne die Dokumentation, die dauert so lange. Ja. Aber hier geht's schneller, hier haben wir ja das Kurvenblatt. Mhm. Ja, das, was wir vorne im PC machen, schreiben wir hier auf. Mhm. Ja? Hier bei der Babystation läuft ganz anders. Muss man wieder in andere Tabellen tragen. Dann gucken von dem Computer, wieder dokumentieren in der Tabelle. Boah. Wenn ihr hättet zwei Personen, das nennen auf der Dokumentation, was du gibst, unterschrieben in einem Zettel und du gehst weiter, verlierst du nicht die Zeit mit diesen Dingen hier, was manchmal dauert Stunden, weil das funktioniert nicht hier. Aber geht ganz schnell. Roche sagt, habt ihr nicht jemanden dafür? Da, auf diese Idee würde ich noch nicht mal kommen, dass ich jemanden etwas weiterreiche, der das für mich erledigt. Ja? Man kann im Team zusammenarbeiten und sagen, kannst du bitte mal die Werte eintragen? Ja, aber es gibt nicht extra jemanden dafür, den ich abstelle, der für mich die Werte einträgt. Und das versteht er nicht. Oh Mann. Das ist. Tschüss. Tschüssi. So, dann gucken wir, haben wir die Babys fertig?